Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 1 in der Definitive Edition. Wir sind wieder da und werden uns jetzt der Kampagne widmen. Wir werden jetzt in den Ruhm Griechenlands übergehen und dort gucken, was wir zu tun haben. Das mediterrane Klima der Peloponnes eignet sich zur Landwirtschaft. Um in einer zunehmend feindseligen Welt zu gedeihen und zu expandieren, muss ihr Volk jedoch Gebiete mit Nahrungsvorkommen in Besitz nehmen. Das Gebiet wird bereits von drei anderen Gruppen bewohnt. Von diesen sind die Pelasger am stärksten. Errichten sie 5 Bauernhöfe, um die landwirtschaftlichen Bedürfnisse ihres Volkes aufrechtzuerhalten, und zerstören sie alle pelagischen Bauernhöfe, um ihrem mächtigsten Nachbarn einen herben Rückschlag zu verpassen. Es könnte erforderlich sein, die Achaier oder die Danaer zu eliminieren, um in dieser Region einen Ausgangspunkt zu errichten, bevor der Kampf mit den Pelaskern beginnt. Okay, also wir sehen auf der Karte, wir haben oben die Achaer, da unten die Danaer bzw. Danaan und ganz links dann Pelasgians. Und wir sind Mykene und müssen versuchen, uns alle Bauerndörfer sozusagen zu schnappen. Am besten allerdings die hier. Bloß kommen wir da nicht ran, wenn wir nicht die oder die vorher ausschalten. Sehr interessant, ich bin gespannt. Auf geht's. Hallo. Wir sind nicht viele Leute. Aber wir dürfen ein Dorfzentrum bauen. Das ist doch schon mal was. So, ihr stellt euch mal oben hin. Wir sind in der Altsteinzeit. Das heißt, wir haben noch nichts außer Keulenschwinger. Und die Keulenschwinger, die könnten im Prinzip schon mal durch die Gegend laufen, gucken, wo sich die Leute befinden. Wir sind jetzt gerade auf einer Insel. Auf dieser Insel werden wir versuchen, das ein oder andere aufzubauen. Das Dorfzentrum hat schon mal ein bisschen was an Geld gekostet. Du baust mir währenddessen schon mal weitere Dinge. Das bedeutet einen Kornspeicher. Schau mal bitte, ob hier irgendwo irgendwelche Büsche in der Nähe sind. Nein, aber wir können jagen. Jagen will ich aber nicht. Dann bauen wir erstmal eine Lagergrube hier oben mit hin. Du schaust nochmal durch die Gegend. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Oh, 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 oh. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Haut ihn mal weg. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Die Danaan, Danaer, wie auch immer, sollen keine Chance haben. Macht sie fertig. So ist gut. Können wir gleich mal gucken. Wenn die sowieso hier unten sind, die Keulenschwinger, dann muss ja hier auch irgendwo das gelbe Lager sein. Gut, wir können währenddessen schon mal Häuser bauen. Vielleicht haben wir die Gelben doch schneller ausgerottet, als uns lieb ist. Sieht jedenfalls danach aus. Du kannst ebenfalls mit runterkommen. Du hast einen Roten verprügelt. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. So, währenddessen holen wir schon mal weitere Dorfbewohner. So, ist schön. Weitere Häuser bitte bauen. Die sind extrem wichtig und extrem wichtig wird auch alles andere sein. So, du kannst schon mal einen Hafen bauen, den wir hier vorne mit hinstellen. Und dann brauchen wir Essen. Das heißt, dadurch, dass sich hier keine Büsche befinden, werden wir jagen gehen.
heißer. Alamas. Du kannst ebenfalls noch mit Holz fällen. Du holst die Fische. Ihr braucht sehr lange. Aber das war zu erwarten. Wo will er hin und was will er tun? Ich glaube, der erkundet nur die Gegend. Vielleicht beschützt er auch die Danaer. Versteck dich mal hinter dem anderen. Okay, er will nichts tun. Er will nur erkunden. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Wir bauen währenddessen Fischerboote. Du kannst noch ein paar Hütten bauen. Neues Fleisch muss kommen. Wir haben noch viel zu wenig. Das muss mehr werden. Heißt, sobald alles fertig gebaut ist, werden wir uns darum kümmern, dann auch hier die Gazelle noch kaputt zu machen. Die ersten Fischerboote sind da. Sehr gut. Du kannst dich um den Fisch kümmern. Hoffentlich lässt er uns in Ruhe. So, eine Kaserne bauen wir schon mal, damit wir auch weitere Keulenschwinger bekommen. Währenddessen gehen die Gelben immer weiter runter. Du kannst schon mal gucken, ob hier noch weiterer Fisch irgendwo ist. Nein, das war's soweit. Okay, dann kannst du dich jetzt anderen Dingen widmen. Bring den Fisch weg. Sehr gut, die Kaserne steht. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich an Fleisch kommen, um endlich in die nächste Zeit zu gelangen. Das heißt, weiter jagen bitte. Den Hafen haben wir im Prinzip völlig umsonst gebaut. Aber er ist schon mal gebaut, das ist ganz gut. Dann kümmern wir uns jetzt noch um einen Kornspeicher. Ich gucke, ob hier vielleicht irgendwo... Das ist, was ich suche. Nämlich Beeren. Es wäre schön, wenn ich den Kornspeicher in der Nähe von Beeren hinstellen könnte. Die Gelben waren ziemlich nah dran, muss ich jetzt mal so sagen. Gleich nebenan. Kein Kornspeicher. Okay, dann töte die Gazelle. Und du baust den Kornspeicher bitte irgendwo anders hin. Das heißt, auch Farmen kommen später. Wenn wir den Marktplatz gebaut haben, aus der Altsteinzeit raus sind, wie viel brauchen wir an Fleisch? 500. Oha. Das kann eine Weile dauern, trotz Gazellenjagd. Und wir jagen ja, so wie ihr seht, offensichtlich nicht wenig. Töte mal die Gazelle. Das hier ist wenigstens gleich geschafft. Dann sind die Danaer schon mal weg. Und geschafft. Macht noch den Rest kaputt. Die müssen dann wieder alles neu aufbauen. Wir werden offensichtlich so lange nicht angegriffen, Gott sei Dank. Und hoffentlich. Bald haben wir die 500 Fleisch, dann kümmern wir uns darum, in die nächste Zeit voranzuschreiten. Brave kleine Höhlenmenschen, macht ihr toll. Ja, es war ganz gut, relativ schnell voranzuschreiten. Und sich erstmal um das Hauptsächliche zu kümmern, bevor wir uns dann um den Krieg kümmern.
Da ist wieder einer unterwegs. Wollen wir ihn mal verfolgen? Vielleicht hat der irgendwas gefunden, Gold oder ähnliches. Vielleicht aber auch Fisch. Ah. Ich glaube, jedem steht so ein bisschen begrenzt auch Fisch zur Verfügung. Das ist sehr interessant. Während wir sowieso auf Fleisch warten, können wir uns ja hier mal in Ruhe auf der Karte umsehen. Guck mal, hier gibt es sogar Beeren. Na dann, stellen wir hier halt einen Kornspeicher hin. So, wir gehen erstmal wieder nach Hause, was auch immer er hier die ganze Zeit sucht. Er kann ruhig weiter suchen, es scheint kein Gold auf der Karte zu geben. Man soll also nicht allzu weit voranschreiten in der Zeit. Wahrscheinlich wird es sowieso nach der Jungsteinzeit vorbei sein. Nicht mehr viel Essen ist übrig. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir kommen in die Jungsteinzeit und anschließend werden wir uns darum kümmern, dann auch endlich die Axtkämpfer zu haben. Wir werden hier noch einen neuen Hafen mit hinbauen, um die Fischerboote auch hier nochmal zu errichten. Damit ist unser Gebiet ziemlich weitläufig. Im Übrigen kann Fleisch auch schlecht werden. Zumindest war es damals so. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Und schlecht bedeutet, dass es tatsächlich immer weniger wird. Von Mal zu Mal. Die Danaer sind durchgestrichen, die sind raus. Und wir können jetzt wenigstens endlich den Rest fertig machen. So ist gut. So, die Jungsteinzeit kommt. Ich werde jetzt ein bisschen schneller stellen, einfach bloß, weil ich schneller in diese Zeit möchte, um dann endlich unsere Axtkämpfer mit reinzubringen. Das ist nichts zu tun. Ja, du wartest jetzt darauf, dass ein Markt kommt. Dann könnt ihr hier unten mit Beeren sammeln. Du kannst dort, wo Holz ist, ein neues Lager gründen. So ist schön. Die Axtkämpfer kommen. Wir minimieren wieder die Geschwindigkeit. Jetzt haben wir hier noch weitere Häuschen. Du gehst bitte auch erstmal Holz fällen. Oder nein, du wirst einen Marktplatz bauen. Der kommt erstmal dort mit hin. Gut, die Axtkämpfer sind unterwegs. Wir dürfen in keine weitere Zeit voranschreiten. Aber mit Axtkämpfern haben wir schon mal eine relativ gute Möglichkeit, uns zu verteidigen. Es wird keine Priester geben. Das heißt, wir können niemanden heilen. Aber ihr seid jetzt schon besser. Wir nehmen die Werkzeugherstellung für 100 Nahrung. Du baust mir bitte eine Bogenschießanlage. Das Ding ist errichtet, wir dürfen endlich einen Bauernhof bauen. Und erforschen die bessere Domestizierung, sobald wir 200 Fleisch haben. So schnell wird man vom Jäger zum Sammler. Sehr schön. Gut. Zusätzlich werden wir jetzt auch dafür sorgen, dass unsere Leute schneller Holz abhacken können. Denn das werden wir brauchen, um die ganzen Farmen zu gründen. Danach nehmen wir die restlichen Forschungen vor. Du bist auch am Holzhacken. Du machst das hier neben dem Ding, das ist okay. Ihr macht das hier unten, das ist auch in Ordnung. Jede Menge Holz ist am Erscheinen. Das ist gut.
ihr seid bald durch. Dann kann ich die nächsten Fischerboote hier vorne mit hinsetzen und euch vernichten. Den Hafen brauchen wir dann auch nicht mehr. So langsam werden wir zur Gefahr für Rot, denn wir sind jetzt schon bei 213 Punkten, die bei 233. Mal sehen, wie lange es noch so bleibt. Wieder ist eine Forschung durch. Sehr schön, das heißt, wir sind schneller am Holzhacken. Und wir nehmen jetzt die besseren Farmen mit rein und erneuern diese automatisch. Wenn hier 4 Leute Holz sammeln und hier oben 2, dann reicht das definitiv. Wir werden jetzt noch eine weitere Farm gründen, nachdem wir... einen Stall brauchen wir nicht. Wir werden eine neue Farm gründen, denn in diesem Stall gibt es ja nur Späher aktuell. In der Jungsteinzeit kann man nicht allzu viel erwarten. Da ist jetzt gerade mal der Stall als Forschungsobjekt durchgekommen. Und von daher ist das schon völlig okay. Immer noch am Abernten. Fisch ist noch da, aber nicht mehr lange. So, du hast genug gejagt. Du wirst jetzt erstmal dafür sorgen, dass noch weitere Häuser kommen. Wir noch mehr Leute unterbringen können.